Guten Abend, die Herrschaften, willkommen zurück zu Let's Flash, diesmal mit dem Spiel Stickrot 2. Ich habe schon Stickrot 1 gespielt und, also eigentlich sagt man ja, wir haben schon Stickrot 1 gespielt, hatten wir ja schon aufgenommen und das Spiel war schon episch und Stickrot 2 ist noch epischer. So viel kann ich sagen, ich habe schon ein Spiel angefangen, ich möchte euch aber alles zeigen. Deswegen fangen wir ganz einfach mal auf normal an. Was relativ einfach ist. Our people have been slaughtered, our homes lie ruin, and we are forced to live under cloak in the outskirts of our own homeland. The nation called Order has brought nothing but chaos to our people. Our day of wrath approaches. For we are the Archidons. With bows so accurately piercing, they will fall before they get a chance to stand. We are the Sword Wrath, forging blades so sharp that limbs will sever at mere sight. We are the Speartons, born to die, but not before them. We are the Magi Kill, and today we summon unity. Today we stand together as an unstoppable force and take it all back. Left click and drag a box over units to select them. Mach mal, na gut, das können wir jetzt auch mal machen. Right click here. Ja, bevor man das Tutorial hier machen, möchte ich noch mal auf den Film eingehen. Und zwar für die, die das letzte Let's Flash nicht geguckt haben, holt's nach. Und für die, die es bereits geguckt haben, aber also die es schon zu dem Zeitpunkt geguckt haben, aber eben sich nicht mehr erinnern können. Wir waren Order, also praktisch die Ordnung, das Recht, Gerechtigkeit und so weiter. Und haben praktisch die ganzen anderen Völker besiegt, die, was weiß ich, primitiven Völker oder sowas. Und wenn ich den Film richtig verstanden habe, kann sein, dass es genau umgekehrt ist, aber wenn ich den Film richtig verstanden habe, dann ist das jetzt so, dass sich diese Völker, die wir alle besiegt haben, sich komplett zusammenschließen und gegen uns wenden. Also wir sind, soweit ich weiß, immer noch Order. Nicht irgendwelche anderen Völker. Move your mouse here to scroll the screen sideways. Mach mal. Right click on this enemy unit to attack. Mach mal doch. Good job. Good click job. Down here on the minimap to quickly navigate back to your castle. Mach mal. Very good. Click on this miner. Jo. Right click the statue to begin pray. Das ist neu. Praying gathers mana, which is used to build more advanced units, auch research neu. Technologies auch neu. And use abilities. Alles neu. Right click on a gold mine to gather gold. Immerhin ist was Excellent. Alt. Your gold, mana and population are shown here. Ist auch ein bisschen anders. Click the icon below to build a sword wrath unit. Mach mal. Nice work. The sword wraith is a basic infantry unit. Once finished training, he will appear from the castle gates. A spearton is attacking. Nein. Click here to garrison your units inside the castle. Mach mal noch glatt. Very good. Your units will now run to the safety of your castle walls. Click on the archery range building. Das ist genial und auch neu. Click the icon below to build a castle archer. Hab schon. Excellent. Each building contains different technologies and upgrades which must be researched to enable them.
Hit the defend button below to send out your units. Mach mal. Nice work. Da haben wir den Kassel Use your forces to defend against the invading spirit. For a full list of commands, click Escape or P for pause menu. Können wir auch machen. Your objective is to destroy the enemy statue before they destroy yours. Good luck. Dankeschön. Und ihr könnt auch mal gleich meinen und wir bilden noch zwei. Und was ich noch nicht ausprobiert hatte, ich habe noch nicht lange gespielt, was passiert, wenn wir das Ganze hochfahren lassen? Nix. Oder? Nix, okay. Hätte sein können. Und hier haben wir haufenweise Upgrades, die wir alle noch nicht nutzen können. Und hier können wir einen Giant machen. Ja. Achso, nein, noch nicht. Halt, stopp. Das dumme, kleiner Nachteil ist bloß, wir müssen den Minern noch sagen, was sie machen sollen. Den neu ausgebildeten. Da. Dem. Ja, ich weiß. Ich habe schon alles auf High. High-End-Grafik hier und so, ne? Natürlich nicht. Und ich denke mal, das werden wir auch durchspielen. Das ist schlecht. Huch, nein. Die Maus wird auch kleiner. Also wenn das nicht mal nice ist. So, jetzt haben wir alles. Du kannst auch meinen. Also Attacke. Ich nehme sie lieber gleich mal so in die Auswahl. So, hier ist die Mitte, da bleiben wir mal stehen. Oder so. Capturing the center tower will award you a continuous stream of gold. Ja. Und wahrscheinlich extra Mana oder sowas. Oder extra Points oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es ganz gut, wie so ein, die Mitte hier einzunehmen. So, plupp. Können wir mal warten. Da, plus 20. Wie schnell geht denn das? Ah, doch. Das ist relativ schnell, ja. Plus 20 ist nicht schlecht. Wie viel brauchen wir? 150? 150? Ja, es ist... Ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Die Miner hatten, glaube ich, schon immer 150 gekostet, aber die Shroud-Dinger, Shroud-Rough, die hatten, glaube ich, nur 100. So, auch gleich die Miner töten, damit sie auch gar nichts ausbilden können. Und tot. Mit sich Statue machen. Also, ich finde auch, die Grafik haben sie genial gemacht. Hier haben natürlich die auch ihre Burg. Auch die Geräusche sind wesentlich besser, es ist alles ein bisschen besser aus einfach. Also wirklich richtig genial. Hallo. Ja, das dauert nur ein bisschen. Defensive unit that you use to tank damage. Ja. So, dann können wir ja gar nichts anderes nutzen, außer. Nein, das können wir nicht upgraden. Jetzt wollte ich mich das mal ausprobieren. So, plupp, Rage. Das sind alles die Upgrades, die wir hier praktisch nehmen können. Also hier ist schon sehr viel. Shinobi? Was? Nein, gut, ich will mich nicht spoilern lassen. So, Safe Game. Achso, jetzt haben wir das. Huch. Moment. Quit Menu. Play Companion. Continue. Campaign. So. Archidons declare war, the Archidon Empire wants to revenge and their land back. They had declared war against your empire. Das hatten sie zwar vorher schon gemacht, aber lass das mal. Huch, nein. Da. So. Machen wir gleich das Ganze nochmal. Ihr alle könnt meinen. Meint ihr, das ist richtig? Oh. Oder schlecht. So. Das lassen wir mal lieber so. Denn es werden gleich welche angreifen.
wenn das so genauso ist wie vorher. Also wie das beim letzten Mal. Und wenn wir die angreifen, das sind nämlich nicht viele, und die besiegen, dann haben wir an sich schon gewonnen. Wie gesagt, wenn, aber nur wenn es so wie letztes Mal ist. Und es ist so wie letztes Mal, ist das sehr gut. So. Sind wir auch schon besser als vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt immer noch Gold dazu bekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den angreifen. Aber ich glaube, die ziehen sich auch nicht wirklich zurück. So, trotzdem. Nein, den Typen. So. Ja. Upp. Wieso baut der trotzdem ab? Upp. Ja, einer von uns ist gestorben. Aber das ist nicht schlimm. Ich bilde ganz einfach mal spaßeshalber noch einen aus. Hier können wir ja auch nochmal das Ganze auch upgraden. Huch, was ist das denn? Shinobi? Das dürfen wir doch noch gar nicht können, oder? Cloak and the next attack of Shinobi. Shinobi haben wir doch noch gar nicht. Das dürfen wir noch gar nicht haben. Toller Bug im Spiel. Super umsonst abgegradet, aber na egal. Und da ist er weg. Sehr gut. Ging auch sehr schnell. Muss ich mal was trinken, weil ich bekomme hier irgendwie Kopfschmerzen oder was auch immer. Aber ist noch früher morgen. Das geht nicht. Basic Ranged Infantry is strong in large numbers. Mhm. Das stimmt. Die können richtig lästig sein. Aber nur, wenn sie in den hinteren reinstehen und nicht im in Nahkampf sind. Ja, okay. ein Gold End Mana. Also ich denke erstmal das. Ich habe zwar das letzte Mal das gemacht, aber so. Ab jetzt ist es blind. Silent Assassins Ninjas Declare War. When the nations fled your control, some of the more cunning Threadwraths managed to escape and rebuild. They trained themselves into a new breed of Threadwraths, more intelligent and skilled. The new race is called Shadowwrath. Oh, ich hätte Safe Game machen können. So. Bilden wir die einfach mal alle aus. Ihr könnt alle meinen. So. Ich schicke die jetzt schon mal vor. Guck mal, mit WASD? Nein, nur mit den Pfeiltasten. Das ist ungünstig. Ihr könnt hier bleiben. Freundchen. Ich will das einfach nur einnehmen. Es dauert so ein bisschen länger. Du sollst auch meinen. Sehr schön. Und jetzt Rückzug. Also Defend mehr, nicht Rückzug. Rückzug wäre so komplett und so. Shinobi Level 1. Wieso? Ich kann auch keinen Shinobi ausbilden. Wir müssen hier oder da sein. Ich glaube, wir kämpfen gegen die Shinobis, aber... Mhm. Also die können dann einen Skill machen, oder wie? Achso, das sind die. Achso, okay. Das sah jetzt so komisch aus. Ich muss jetzt die ganze Zeit ums Mikrofon rumgreifen, aber sonst haben wir keine neuen Skills, ne? Ein Castle Archer, aber naja. Sicher, sicher. Machen wir einfach mal. Ich nehme lieber noch einen Miner. Und ich glaube, ich mache meine Einheiten da zum Mittelpunkt hin. Ich möchte, dass das sicher ist, dass, dass der Mittelpunkt uns gehört. Und zwar nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Scheiße. Hier könnt ihr erstmal alle zurück. Sie ziehen sie zurück, dann können sie wieder vor.
So, jetzt können wir die haben. 350. Ne, ich nehme lieber noch einen Sword Drafts und noch einen. Du kannst auch meinen. Na gut, du kannst beten. So. Wenn die nicht so verdammt teuer wären, würde ich ja gerne einen für Erkundung rausschicken. Weil so viel Gold habe ich jetzt einfach noch nicht. Ah, okay. Small Potion of Health, Heal. Naja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Leben gegen Stärke. So ziemlich könnte man das. So könnte man das zumindest bezeichnen. So. Machen wir noch so ein, meinetwegen noch so ein und dann geht's ab. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt keine Population-Begrenzung mehr haben.